Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf die Frühling von Kalle, den Ultramapper. Ja, 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 Kalle ist ein Ultramapping-Man. You know it. So, wir sind ja noch fleißig in der Verpressung. Heu ist fertig. Sonst ist alles tutti, ne? Ich weiß nicht, was heute los ist. Komm ins Spiel, muss hier jetzt mal meinen Shader neu einstellen, obwohl ich kein Grafikkarten-Update gemacht habe. Ich hoffe, das Video geht da. Dann alles am Rumlecken und dies und das. Und dann jedes Mal sind irgendwelche anderen Shader nicht mehr da oder wieder weg. So, jetzt müssen wir eben gucken, dass wir das hier hinkriegen. So wie es soll, ne? Ist ja hoffentlich kein Problem. Aber ich bitte es zu entschuldigen und setze noch rum, ob wie Hulle. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe nichts gemerkt. So, wir müssen auf jeden Fall auch noch Gras pressen, ne? Guck mal, FPS sind heute auch ziemlich am Droppen. Siehst du? Schon, ich lädt er jetzt noch, ne? Irgendwas ist ja immer in letzter Zeit, ne? Es könnte ja auch mal was normal laufen, aber ich glaube, der bist du echt falsch. Der bist du echt falsch heute. Ich habe die Shader wieder eingestellt, wie sie vorher waren. Und den einen, den ich sonst mit drin hatte, der ist dann gar nicht mehr da, ne? Nicht so ein Shit-Kram immer. Immer ist irgendwas Neues. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen, wir müssen Gras pressen. Damit wir Silagebahn entwickeln können, ne? Das ist der Plan. Bisschen Heu immer noch drinnen, wird er wahrscheinlich nur ein Heu rausschmeißen, ne? Das ist wieder gar nichts. Ja, er macht nur ein Heu. War ja klar. Ne, mach Gras, er macht Gras. Oh, ein umgeswitcht. So, langsam hier ans Ziel kommen. Dass wir auch ans Stissel kommen, ne? So, Abflug. Entschuldigung. Das ist natürlich auch so eine Kuriosität, ne? Also, ich habe jetzt, ich nehme ja im Moment Scum so ein bisschen auf, ne? Was ich so mit den Männern spiele. Und habe ja auch mal erzählt im Video, dass ich Probleme habe damit OBS und Aufnahmen und Ruckeln. Ja, dann hat Svenny das gestern eingestellt, ne? Ihr denkt, weil ein High ist, gehst du mal runter mit den Einstellungen, ne? Ja, aber die Grafik sollen im Medium immer noch in OBS am Ruckeln. Dann habe ich danach geguckt, habe ich es wieder auf High gestellt, dann musst du da umstellen auf Performance. Leckt das auf einmal nicht mehr in OBS? Ich denke, das musst du auch erstmal alles wissen. Normal gehst du davon aus, dass die Grafik zu gut ist. Ne, Schickrame ist. Musstest du das da einfach nur umstellen auf Performance und jetzt leckt es doch nicht mehr in die Videos. Immer wieder. Kurios. Sagen wir, wie es ist. Also. Manchmal ist das alles ein Buch mit 7 Siegeln und 35 Abzeichen noch in der Erde. Sagen wir, wie es ist. Ist das so? Aber was willst du machen? Steckst nicht drin in der Materie. Man lernt ja immer wieder dazu. Anders kann man es ja nicht formulieren, ne? Da könnte man ganz runterschalten. Und nämlich die Kupplung auch mal ganz kommen lassen. Schickram! Sieht das hier immer so schlecht? Aber ich habe noch kein Ballmenü für diese Presse. Nee, hab ich noch nicht. Dann haben wir danach noch eine Wiese zu pressen, ne? Dann eben Ballen wickeln. Also für die sind irgendwie im Tisch schon ziemlich safe, ne? Oh, knurrt.
Knurreli von Mögli, ne? Ist ja so. Wenn wir meine Kamera dafür stellen, ne? Ich hoffe, die steht wieder so, wie sie stand, ne? Das war das einigermaßen. Ich weiß nicht, ey. Manchmal ist es echt kurios. Mixer, die erste Schnitt ist, ne? Kommt ordentlich was zusammen. Ich hoffe, dass mein Plan nachher aufgeht, weißt du? Ich wollte die direkt wickeln und dann auf den Wagen, aber ich glaube, dann kriegen wir nicht viele drauf. Das wird das Problem sein. Müssen wir mal ausprobieren. Weißt du, wenn du eben im Ballenwickler eine Flossen hast, dann kannst du ja auch eben fix auf dem Wagen einfach ablegen, oder? Vorsicht, Kollege! Ich bin hier in Erntestress. Musst du denen hier fünfmal sagen auf dem Frühling, weißt du? Die fahren hier auch so. Immer Vollgas. Von wem die das wohl haben, du? Das ist ja auch nicht. Mal ein Stück zurücksetzen. Das finde ich immer alles liegen lassen, ne? Also echt ein Vorteil. Wäre echt ein Vorteil. Profits Gang ist drin, ne? Läuft dann lang, ne? Langsam aber stetig. Jetzt ruckt's nicht mehr, ne? Komisch, komisch, komisch. Ruckt's immer noch? Nee, ne? Hat er nachgeladen. Ich habe gar keine Attack gemacht. Ich verstehe das immer noch nicht. Normal weigere ich mich nämlich immer gegen das Grafikkarten-Update, weil dann kannst du nämlich jeden Tag ein Grafikkarten-Update machen. Also für jedes Spiel gibt es ein neues Grafikkarten-Update und jedes Mal muss ich den Shader neu einstellen. Da habe ich manchmal echt keinen Bock drauf. Bin ja ganz ehrlich, ne? Und automatisch kann der das ja nicht machen, oder? Weiß ich nicht. Ist mir egal. Nee, egal ist mir das nicht. War lästig. So, langsam zurück hier. So eine schicke BGA, ne? Das wäre hier auch nicht schlecht. Eine, wo nicht nur Silage reinkommt, ne? Auch so mit Fahrsiegel und so. Das wäre echt cool hier noch. Ja. Das ist, wenn man unter die Erdfrüchte auch ein bisschen mehr Sinn geben würde, das wäre schon nicht schlecht manchmal hier auf dem Frühling, oder? Hat man die von der BGA, wo du auch mal Rüben oder Kartoffeln reinschmeißen kannst, um Gärreste zu reproduzieren? So nutze ich die BGA ja eigentlich gar nicht hier auf dem Frühling. Weil erstens, du hast kein Fahrsilo da, weißt du gar nicht, wo du die Ballen da hinstellen sollst. Und zweitens, ja, weiß ich nicht. Das hat immer so ein Kriterium, ne? Kein Fahrsilo da. Silageballen brauchen meist alle einen Hof. So ein Fahrsilo, das wäre nicht schlecht manchmal. Klar, kannst du jetzt selber da hinsetzen, aber wo willst du halt oben an der BGA hinsetzen, ne? So ein Fahrsilo hätte schon Vorteile. Das Industriegebiet nutze ich auch so wie nie hier, ne? Weiß ich auch nicht. Oh, wir fahren durch eine Einbahnstraße. Ja, ist egal. Nicht mehr eben so lang geschossen. Weißt du, wenn hier noch so ein kleines Fahrsilo wäre, das wäre echt Premium. Und dann irgendwie mal so einen anderen Fermente. Ist ja hier so ein kleines Fahrsilo hin, hier so. Und da so ein Fahrsilo hin, ne? Dass man hier vielleicht eine BGA hinsetzt, wo man Rüben und Kartoffeln noch reinschmeißen könnte. Ey, das wäre echt ein Vorteil in meinen Augen. Oder? Sag mal, ihr seid doch Profis, nicht?
Ist schon cool. Die ist natürlich hübsch, die WGA, aber da geht nur Silage rein, ne? Deswegen nutze ich die. Ja, nie. Jetzt fängt sie. Ey, das ist irgendwann lädt doch heute alle nach hier. So ein bisschen am Bauch kratzen ist immer wichtig. Gerade so nach einer Mittagsstunde, ne? Oder ist noch Mittagsstunde, ne? Eigentlich ist noch Mittagsstunde. Ehrlich, ne? Habe ich euch schon gezeigt, dass ich von Lars einen neuen Schlepper gekriegt habe? Ne, guck mal im Dürenrot-Video. Da stelle ich den vor, ne? Schön. Ja, ein Case, ne? Lars macht ja immer guten Stoff. Sagen wir, wie es ist. Und ich kann euch den gleich eben zeigen. Ja, ich sehe nichts, ne? Oh, 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 Svenny, du bist ja auch richtig gut gefahren. Hier, der Lars hat nämlich wieder zugeschlagen. Er hat mir einen Schlepper geschickt. Bis hier drunter, ne? Ein 62 Case. Ach, ich habe den hier gar nicht aktiviert. Ich bin ein Pflücker, ne? Ja, würde ich euch zeigen, wenn ich ihn aktiviert hätte. Svenny, ey. Schlimmer darf's nicht mehr werden, du. Schlimm, schlimm, schlimm. So, guck mal, was der Knun ist hier. Wie vorne ist ein Gang. Direkt am Rumkrähen. Hm, ist mir zu schwer. Nee, kann nicht zu schwer sein. Ein bisschen rum. Fett in der Trachi. Obwohl jetzt schwatt, ich bin anderen 2,5 Mal gefahren, ne? Also ich bin beim Außenrum zuschworen, bin ich nochmal ein halbes Mal zurückgefahren. Deswegen ist der Schwatt ein bisschen dicker. Hier habe ich das nämlich gemerkt, bin ich 2-mal rumgefahren. Also 1,5 Mal außenrum. Das erste Mal. Damit ich dann nicht so nah wieder am Zaun bin. Und merkst direkt, ne? Only to doubt. Und dann macht ihn eigentlich nichts, ne? Der liebt er. Oder auch nicht. Schikane. So, dann. Da kommt was zusammen. Aber jetzt ist eigentlich nur von Vorteil für uns, ne? Oh, immer wieder ein Knurren ist. Leck mich fett. Ne, wir müssen dann auch noch kalt nur ein bisschen Gülle heizen, ne? Wenn wir das hier durch haben, aber dann sind wir für diesen Ding im Tag durch. Dann kommen die ruhigeren Tage. Ich denke, wir werden im Winter mal ein bisschen Holz machen, ne? So ist der Plan. Ein, zwei Bäume schlachten. Damit das örtliche Sägewerk auch so ein bisschen was zu tun kriegt, ne? Und nicht nur immer da rumknattern sind. Wir brauchen Arbeit! Ich hab keine Arbeit. Die ist ja echt bescheiden. Das andere Wort darf man ja gar nicht sagen, ne? Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierhin, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, mich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich
echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.